Die Geheimnisse von Diddy Part 2. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns jetzt den zweiten Teil rein von Ben Bugatti. Die Geheimnisse von Diddy Part 2. Diddy, ihr Outman, Alter. Wir gehen rein, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal, ich liebe euch. Peter geht los, Diggi. Und los! Wie ich euch im ersten Teil der Reihe zeigen konnte, gibt es schon seit dem Beginn von Diddys Karriere etliche Kontroversen, die an ihm haften. Habe ich nicht gesagt? Daumen nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren, Digga. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Habe ich nicht gesagt, Digga? Habe ich vergessen? Zum ersten Mal, Bro? Haut's, na Mann? Allerdings wurden 90% der Fälle unter den Teppich gekehrt, sodass Diddy nie einen Kratzer abbekam. Doch das änderte sich ab den Jahre 2024, als mehrere Anklagen von drei Frauen und sogar einem Mann veröffentlicht wurden, in denen die verrücktesten Dinge über Diddy behauptet werden. In den Anklageschriften, die ich für euch durchgelesen und zusammengefasst habe, werden sehr viele Gerüchte bestätigt, die wir uns bereits im ersten Teil angeschaut haben, sodass wir uns nun die Anklageschrift von Diddy mit dem nötigen Hintergrundwissen anschauen können. Also vergisst nicht zu liken und zu kommentieren. Und viel Spaß mit Part 2 von den Geheimnissen von Diddy. Several law enforcement agencies are raiding the home of hip-hop mogul P. Diddy. The federal raid at the L.A. mansion of Sean Diddy Combs. Federal raids involving hip-hop mogul Sean Diddy Combs. Bevor wir uns die Anklageschriften von Diddy anschauen, müssen wir vorab eine sehr wichtige Frage beantworten, die sich wahrscheinlich jeder von euch stellt. Und zwar, warum kommen die ganzen Anschuldigungen gegen Diddy erst jetzt ans Licht? Ich denke mal, das hat damit zu tun, dass immer mehr wurden. Er hat ja selber schon erwähnt, dass es schon einige Vorwürfe schon ganz früh gab in Diddys Karriere, aber ja, dass immer unter den Teppich gekehrt werden konnte auch von seinen Brüdern, weißt du, und von seinen Mentoren. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist 2024 jetzt gekommen, wo es zu viel geworden ist, zu offensichtlich geworden ist, dass sie den einfach fallen gelassen haben. Ich glaube auch nicht, dass Diddy jetzt der heftig Böse, also ich glaube jetzt nicht, dass Diddy der Hauptverantwortliche ist für die ganzen Sachen, die da passiert sind. So. Ich bin überzeugt davon, dass es Menschen gibt, die noch über Diddy stehen, die das Ganze so ein bisschen orchestrieren auch. Und die so ein Diddy bewusst einsetzen in der Musikindustrie. Oder auch ein Epstein bewusst einsetzen in der nicht nur Entertainment-Industrie, sondern auch in Politik etc. pp. So. Weißt du? Und ja. Gab es ja schon einige, die auch Verbindungen zum Beispiel von Epstein zum Mossad geknüpft haben, weil der auch mit dieser Ghislaine Maxwell und ihr Vater und Mossad und dies, das, bla bla bla, könnte sein, dass die Jungs innen da involviert sind und diese Schachfiguren benutzen, um gewisse Kontrolle zu haben oder gewisse Spielchen zu spielen, so. Weißt du? Die wir in der Öffentlichkeit präsentiert bekommen, die dann die Sündenböcke sind, so, sind meistens nicht die wahren Sündenböcke. Das ist meine verschwörungsmystische Ansicht von der ganzen Sache. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir kurz die Gesetzeslage in New York anschauen. Denn in New York galt jahrelang eine dreijährige Verjährungsfrist für Zivilklagen gegen Sexualverbrechen, bis die Verjährungsfrist im Jahre 2019 auf 20 Jahre erhöht wurde. Allerdings galt dieses neue Gesetz nicht rückwirkend. Das ist krass, Mann, davon habe ich auch gehört. Und dann sind auf einmal voll viele Anklagen rausgekommen, ne? Crazy. Sodass im Jahre 2022 das sogenannte Adult Survivors Act ins Leben gerufen wurde. Bei diesem Gesetz konnten Opfer ab dem 24. November 2022 ein Jahr lang Klage gegen Straftäter einreichen, unabhängig davon, wann der Übergriff stattgefunden hat. Und damit begann es, Anklagen gegen Diddy zu regnen. Zunächst wurden die ganzen Anklagen gegen Diddy nicht veröffentlicht. Doch am 16. November 2023, nur 8 Tage vor dem Ablauf des Adult... Schwierig, Digga, so ein Gesetz, sag ich dir ehrlich, Alter. Also es hat natürlich, es gibt immer 2 Seiten von der Medaille, ne? So. Hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass viele nach vorne gekommen sind und Leute verklagt haben, weil die einfach mad waren und sich dachten, Alter, vielleicht kann ich da noch ein bisschen Geld rausdrücken aus den Jungs innen. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch ein paar Fälle, wo die sich dann getraut haben, nach etwas längerer Zeit dann auch nach vorne zu kommen, weil da wirklich was passiert ist. So. Ist immer kompliziert bei diesen Thematiken. Survivors Act kamen dann die ersten Anklagen von Diddys langjähriger Freundin namens Cassie an die Öffentlichkeit, in denen sehr verrückte und gleichzeitig verstörende Sachen zu lesen waren.
Für diejenigen, die nicht wissen, was in der Anklage von Cassie steht, fasse ich die Anklageschrift noch einmal zusammen. Und die unter euch, die die Anklage bereits kennen, können gerne 5 Minuten vorspulen. Zu Beginn der Anklage wird erklärt, wie sich die beiden Ende des Jahres 2005 kennenlernten. Diddy hörte Cassie in einem Club singen und war so fasziniert von ihr, dass er ihr einen Vertrag... Oh, Digga, dieser Cassie-Song, Digga, der ist schon krass, Bruder. Das ist dieser Beat, Bro, ne? Das ist der Beat, das ist einer der geilsten Songs, ja? Finde ich. Das war einer der heftigsten Beats damals, wenn der im Club angefangen hat, der Song, dieses... Oh, Digga, dieser Beat, Bro. Ich küsse euer Herz, Digga, heftig. Bei Bad Boy Records anbot. Zu dem Zeitpunkt war Cassie gerade mal 19 und Diddy 37 Jahre alt. Und obwohl die beiden... Das ist natürlich auch ein wilder Altersunterschied, ne? ...in einer Beziehung waren, fing Diddy an, sie zu stalken, bis er irgendwann immer offensiver wurde. An Cassies 21. Geburtstagsfeier überschritt Diddy dann das erste Mal die Grenze und zog sie auf Toilette, um sie gegen ihren Willen zu küssen. Sie wehrte sich, lief sofort weg und erzählte aus Scham nur ihrer besten Freundin davon. Also das ist jetzt die Story quasi von ihr, ne? Was die erzählt hat, was da passiert ist so. Nach diesem Übergriff ließ Diddy nicht mehr von ihr ab und bestand darauf, mit ihr eine Nacht auszugehen. Da Cassie Angst hatte, dass weitere Ablehnungen Konsequenzen für ihre Musikkarriere haben könnten, willigte sie im September des Jahres 2006 ein. Das ist halt jetzt schwierig, ne? Das ist halt nur eine Sicht der Dinge. Da muss man schon auch fair bleiben, ne? So, Diddy ist ein Motherfucker, so. Der hat definitiv ekelhaften Kram durchgezogen, meiner Meinung nach. Ne? Das ist meine persönliche Meinung, so meine Einschätzung. Aber man muss natürlich auch immer noch versuchen, ein bisschen Neutralität zu bewahren, weil die kann es auch einfach so erzählen. Es kann auch sein, dass die den sexy fand und sich darauf eingelassen hat. So. Würde halt dann nicht geil in die Anklageschrift reinpassen, weißt du? Als sie dann von Diddy abgeholt wurde, war Diddy bereits schon betrunken und gab Cassie eine Pille, die sie nehmen sollte, ohne ihr zu sagen, dass es eine Ecstasy war. Dann fuhr er betrunken zu einer VIP-Lounge, wo sie nicht reingelassen wurden, weil Diddy Ärger mit den Türstehern hatte, sodass Cassie wieder nach Hause fuhr. Da dieses Date so ein Flop war, bezahlte Diddy einen Promoter, um einen gefälschten Flyer zu kreieren, in dem Cassie als Partyhost angekündigt wurde, damit Cassie alleine nach Miami flog, wo Diddy sie empfang. Doch anstatt eine Party zu hosten, gab Diddy ihr wieder Pillen und Alkohol, bis die beiden letztendlich im Bett landeten. So begann die Beziehung zwischen Cassie und dem fast 20 Jahre älteren Diddy, der laut Cassies Anklage ein Riesenproblem mit Drogen wie Opiaten hat, die er täglich konsumiert. Ich sag mal so, Altersunterschied ist okay, weißt du, ist legal, Digga, weißt du, kann man sagen, was man will, die war 19, der war 37, ist keine Sache, die illegal ist so und meiner Meinung nach auch keine Sache, die zu verurteilen ist. Ich frag mich halt bei der ganzen Sache, so bei dieser Story jetzt, ne, da bin ich echt so ein bisschen skeptisch, weil ich frag mich halt, wieso gehst du dann eine Beziehung ein? Warum triffst du dich so oft mit ihm? Warum? Weißt du, und warum kommst du erst dann 20 Jahre später quasi oder wie viele Jahre später, weiß ich gar nicht, aber 10 Jahre später oder so, nachdem das Gesetz in New York geändert wurde, dass man auch, egal wie lange das her ist quasi, jemanden noch anklagen kann. Warum erst zu spät? Das sind so Fragen, Digga, die muss man sich stellen. Und durch seinen Drogen- und Alkoholkonsum soll Diddy sehr aggressiv und ein Kontrollfreak sein. Und wenn sie mal nicht gehorchte, fing er an, sie zu schlagen. Und das manchmal so doll, dass sie ohnmächtig wurde. Einer schreibt gerade wegen Karriere. Ja, okay, das ist aber jetzt keine Rechtfertigung, oder? Wenn du wegen deiner Karriere quasi deine eigenen Werte und Moral, da verkaufst du ja auch deine Seele auf eine gewisse Art und Weise, so weißt du? Man kann ja sich dafür entscheiden und sagen, ja, nee, scheiß drauf, ich mach nicht mit. Hätte sich beim ersten Mal direkt rausgezogen, hätte sich nicht noch ein zweites Mal mit ihm getroffen, nachdem dieses im Club passiert ist angeblich, wo er sie gezwungen hat, ihn zu küssen, so, sich dann einfach nicht mehr mit ihm getroffen hätte, oder auf Krampf den Bruder vermieden hätte, so, würde ja auch gehen. Oder nicht? Aufgrund der Schläge von Diddy und des starken Drogenkonsums musste Cassie sogar zum Arzt. Und sogar das MRT-Ergebnis wurde dann an Diddy geschickt, damit bloß keiner davon erfuhr. Und so war es immer, wenn er Cassie verletzte oder unterdrückte. Seine Aggression ließ Diddy aber nicht nur an Cassie aus, sondern auch an seinem Umfeld. Das ist halt so dieses Phänomen, ne, was man ganz klar sagt. Also es ist ja auch, es gibt ja auch viele Frauen zum Beispiel, die bei ihrem Mann bleiben, wenn die geschlagen werden oder wenn irgendwas so passiert, was eigentlich gar nicht geht, so, wo ich auch jeder Frau empfehlen würde, sofort bei den ersten Zeichen dich schon zu verpissen und einen Cut zu machen, so. Das Phänomen, das hört man ja immer wieder so, weißt du? Ich kann halt nur daran appellieren, dass man halt auch
vernünftige Entscheidungen treffen sollte, weißt du? So, ist jetzt leichter gesagt als getan, aber ja, bei Frauen manchmal glaube ich auch mit den Emotionen und so und die denken, glauben auch immer an das Gute und versuchen halt auch Männer zu verändern und die denken dann, ah, der wird sich schon verändern und so, dies, das. Aber ich sag dir, bei den ersten Anzeichen direkt abhauen, direkt verpissen, so. Und am Ende des Tages hat man da schon selber auch Verantwortung, ne? Wenn du volljährig bist, also wenn du Erwachsener bist quasi so, dann triffst du ja die Entscheidung, mit wem du eine Beziehung eingehst und mit wem nicht. Und da sollte man halt einfach fucking bewusst sein und bewusst damit umgehen und sich nicht so behandeln lassen, Digga. Das ist halt nicht cool, weißt du? Die Arme, wenn das wirklich passiert ist. In der Anklage stehen mehrere Situationen, in denen Cassie mit ansehen musste, wie Diddy durchdrehte. Bei einem Vorfall, bei dem Cassie und Diddy in Diddys Villa in Los Angeles wieder mal Drogen konsumierten, stürzte auf einmal der Security von Diddy herein und verkündete, dass Shook Knight im Mel's Drive Dinner in Los Angeles gesichtet wurde. Da Diddy total high war, zog er sich an, holte mehrere Waffen aus dem Safe und fuhr zu dem Ort, an dem er hoffte, Shook Knight anzutreffen. Haut's? Diddy voll im Film, na Mann? Außerdem steht in der Anklage, dass Diddy mindestens zweimal darauf bestand, dass Cassie seine Waffe in ihrer Handtasche aufbewahren soll, um zu verdeutlichen, wie mächtig und gefährlich er ist, damit Cassie weiter gehorcht, während sie über 10 Jahre lang mehrmals von Diddy geschlagen wurde. Yasin sagt, Diddy hat Balls. Hast du nicht gehört? Der hat sich erstmal voll koksen müssen, Digga, und war voll besoffen und hat dann Balls gehabt, vom Teufel besessen. Ja, geil, Digga. Wenn er Balls hätte, würde er da hingehen, 1 gegen 1 gegen Schuck kämpfen. Wo der Bruder natürlich gar keine Chance hat. Doch damit nicht genug. Denn jetzt kommt für mich die schlimmste Stelle der Anklage. Denn laut Cassies Aussage... Das ist jetzt wild, Mann. Ich glaube, jetzt kommt das mit den Prostituierten, mit diesen Gigolos. Hatte Diddy irgendwann so die Kontrolle über sie, dass er alles mit ihr machen konnte und sie dazu zwang, mit anderen Männern zu schlafen, die er anheuert... Bruder, das... ...und bezahlte, während er dabei zusah. Das ist auf so vielen Ebenen einfach verwerflich, finde ich, ja. Auf so vielen Ebenen, Digga. Diese Sessions, die manchmal jede Woche stattfanden, nannte er Freakouts oder FOs und wurden sogar von den Assistenten von Diddy geplant. Du Freak, Alter. Wenn Cassie gefügig war, wurde sie mit jeglicher Art von Drogen zugedröhnt und während des Aktes sagte Diddy, was sie zu tun hat. Diese Freakouts wurden sogar von Diddy gefilmt und manchmal wurde sie sogar währenddessen von Diddy geschlagen. Nach einer dieser Freakouts wurde... Digga, was machst du mit dem Nigger dann, wenn das wirklich so gewesen ist? Ich denke mir dann immer so, ich finde auch natürlich, also das ist alles verwerflicher Müll, der da gemacht wird, wenn das wirklich stimmt. Und das ist zu verurteilen und der Typ hat dafür definitiv eine Strafe verdient, so. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Mensch auch eine eigene Entscheidung treffen kann, ne? Und man muss auch Verantwortung übernehmen und sagen, warum bist du mit so jemandem überhaupt? Wegen Fame und Geld? Dann hast du auch beigetragen, dass du in so einer Situation gelandet bist, sag ich dir ehrlich, ne? Sorry. Und dafür werden mich wahrscheinlich viele verurteilen oder sagen, ah, Bruder, was ist mit dir los und so. Nein, aber man muss natürlich auch Verantwortung übernehmen und sagen, ey, es gehören immer auch zwei dazu, weißt du? Dass es überhaupt so weit kommen konnte, liegt daran, dass du überhaupt so lange mit so einem ekelhaften Menschen überhaupt zusammen bist. So. Diddy sogar von einer Überwachungskamera des Hotels dabei aufgenommen, wie er Cassie schlug. Doch laut der Anklage hat Diddy $50,000 für den Schaden im Hotel und für die Videoaufzeichnung bezahlt, sodass auch dieser Vorfall nie an die Öffentlichkeit... Oder nicht, Chat? Was sagt ihr? Sagt ihr, ey, die hat keine Verantwortung für das alles, was passiert ist und die konnte einfach nicht anders? Oder sagt ihr auch, ey... Es gab bestimmt die Möglichkeit, die Reißleine zu ziehen ab irgendeinem Punkt. Wenn nicht sogar direkt schon am Anfang. ...gelangte. Selbst die Freundinnen von Cassie waren vor Diddy nicht sicher. Denn laut der Anklage unterbrach Diddy das Geburtstagessen von Cassies 29. Geburtstag und zwang sie mitzukommen für einen Freakout. Als sie nicht gehen wollte, wurde sie von Diddys Securities gezwungen und nach dem Freakout wieder ins Hotel gebracht, wo ihre Freundinnen warteten. Da Diddy aber so viel Drogen konsumiert hatte, entstand ein Streit zwischen Diddy und einer Freundin von Cassie, sodass Diddy die Freundin an die Beine nahm und wie ein Kind kopfüber vom Balkon hängen ließ. Einfach unglaublich. Boah, Digga, wie ekelhaft, Digga. Ich will halt nicht, dass das so rüberkommt, als ob ich diesen Jungen da, der da gerade eingebunden wird, auch irgendwie verteidige auf eine gewisse Art und Weise, weißt du? Aber ich will nur da auch da sagen, so dass gerade auch jungen Mädels, Alter, diesen Rat mit auf den Weg geben, dass sie aufpassen, auf was für Menschen die sich einlassen, so. Weißt du? Ich denke, jeder von euch wird sich jetzt fragen, warum Cassie nicht einfach das Weite gesucht hat.
Doch warum sie nicht gehen konnte, wird im letzten Abschnitt der Anklage deutlich. Achtung jetzt. Im Jahre 2011 versuchte Cassie die Beziehung zu Diddy zu beenden und lernte wenig später den Rapper Kid Cudi kennen, mit dem sie langsam eine Beziehung aufbaute. Okay. Als Diddy davon erfuhr, attackierte er Cassie und nahm einen Korkenzieher in die Hand, mit dem er mehrere Male auf Cassie einschlug. Du Ekelhafter. Nach dieser Aktion tauchte sie bei Kid Cudi und bei ihrer Mutter unter, bis sie im Februar... Umso krasser die Beziehung, umso schwerer davon loszukommen. Ja, ja, deswegen ist es ja eigentlich wäre es wichtig gewesen, am Anfang schon zu sagen, nein. So. Also laut der Anklageschrift war ja diese Situation im Club, wo der sie gezwungen hat, ihn zu küssen. Und dann hat sie sich danach nochmal, wie sie es beschrieben hat oder wie Ben es gerade beschrieben hat, mit ihm getroffen, weil sie Angst um ihre Karriere hatte. Da hätte sie auf diese Angst um die Karriere scheißen sollen und sich nie wieder mit dem Typen treffen sollen, weißt du? Aber ja, hätte, wäre, wenn, man kann jetzt groß reden von außen. Ja, ich verstehe das schon, dass wenn dann emotionale Abhängigkeit mit reinkommt ins Spiel und so und dann schwieriger wird, ja, ja, Digga. Wahrscheinlich auch gedroht wird, Angst gemacht wird mit Gewalt und mit Waffen und mit dies und mit das. Ist halt auch abgefuckt so. 2012 bei der Paris Fashion Week auf Diddy traf. Dort sagte er zu ihr, dass er den Wagen von Kid Cudi in die Luft sprengen werde und nur noch... Bruder, der Typ ist halt auch voll der fucking Psycho, Digga. Ich schwör's dir. Kennt ihr diesen einen Clip, den habe ich mir damals mal reingezogen, wo der am Schreibtisch sitzt und telefoniert und dann den Schreibtisch so umschmeißt und so voll durchdreht? ...stellen müsse, dass er und seine Freunde währenddessen zu Hause sind. Und nur kurze Zeit später explodierte wirklich Kid Cudis Auto vor seiner Einfahrt. Genau solche Aktionen. Mercedes hat gerade 2 Minuten zugehört. Es gibt immer derjenige, der etwas macht und jemand, der es mit sich machen lässt oder nicht. Sie hat ebenfalls Schuld, in Anführungszeichen. Emotionale Abhängigkeit, niedriger Selbstwert etc. Zeig mal den Clip. If so, bump somebody. Alright, thanks. I love you, man. Bye. I got my MTV out. Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Yes! What's next? What's next? I got... So, da I like that. Jungs, Mädels, das ist die Mentalität, Digga. Ist nicht gespielt. Nein, der dreht. Das ist die Mentalität. Egal, was ich will, ich hol mir das, Digga. So. Das ist so. Deswegen hat er seine Freak-Offs gestartet. Weil er einfach gesagt hat, ich hol mir, was ich will einfach. Ist mir scheißegal, ob die Leute das wollen oder nicht. I don't give a fuck, Bro. Das ist Ego, Bruder. Ego. High-Level Ego, Bro. I'm not gonna stay fucking down. I'm not gonna stay fucking like... I got my MTV out. Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Verstehst du, was ich meine? So ein Ding ist das, Digga. Schüchterten sie natürlich ein, sodass sie alles tat, was er verlangte. Bis zum Jahre 2017. Denn ab da an gelang es ihr immer mehr, den Kontakt zu Diddy zu meiden. Bis sie sich letztendlich im... Ist halt auch eine brutal schöne Frau, ne? Voll schade, dass sie so, das, was der mit ihr gemacht hat, das ist so traurig auch, weißt du? 2017 in einem Restaurant trafen, um die Beziehung offiziell zu beenden. Doch laut der Anklage versuchte Diddy wieder mal übergriffig zu werden, weswegen Cassie letztendlich komplett untertauchte. Doch Gott sei Dank lernte sie wenig später einen Mann kennen, den sie im Jahre 2019 heiratete und mit dem sie 2 Kinder bekam. Ihre neue Familie gab ihr die Kraft, Diddy nach all den Jahren endlich anzuklagen. We're up on some breaking news right now. The New York Times is reporting that music mogul Sean Combs, better known as Puff Daddy or Diddy, is now facing a lawsuit from the... Also am Anfang, wo dieser Lawsuit rausgekommen ist, da waren viele noch skeptisch, ne? Da haben viele auch gesagt, ey, vielleicht braucht die Cash und so, dies, das, blablabla. Ich glaube, umso mehr über Diddy rauskommt, umso mehr glauben mir auch die Leute. Known as Cassie, whose real name is Cassandra Ventura. Am 17. November, nur einen Tag nachdem die Anklage veröffentlicht wurde, konnten sich Diddy und Cassie außergerichtlich einigen, sodass die Anklagen gegen Diddy wieder feingelassen wurden. Gerüchte zufolge soll Cassie etwa 100 Millionen Dollar von Diddy erhalten haben, damit die ganze Sache vom Tisch kommt. Doch es waren noch 7 Tage Zeit, bevor der Adult Survivors Act ablief. Krass, Digga, ich sehe das jetzt schon zum zweiten Mal im Chat, dass Leute hier reinschreiben, dass Flairs Mutter gestorben ist, Bro.
Boah, ich hab grad Gänsehaut, Digga, fuck. Boah, Digga, das tut mir leid, Bro. Voila. Der Arme, ja. Ich hab mir letztens noch reingezogen, wie der, Digga. Ich hab mir letztens das Interview noch reingezogen von Aria mit ihm. Da hat er, glaube ich, auch erzählt, ich glaube, es war in dem Interview, da hat er erzählt, dass er jetzt mit seiner Mutter auch wieder cool ist. Und zum Glück, Alter, zum Glück, Bro, ich schwöre. Zum Glück hat er, weißt du, der hat ja jahrelang, glaube ich, keinen Kontakt mit seiner Mom gehabt, so. Das ist traurig, Bro. Das wäre sehr, 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 sehr traurig. Hast du noch Kontakt mit ihm? Nee, gar nicht. Null. Aber ich habe mir das Interview reingezogen und Flair hat ja auch oft, wir haben ja dann so ein bisschen unseren Disput gehabt und da hat er sich ein bisschen über mich lustig gemacht und so, aber ich sag ehrlich, ich habe den immer noch gemocht, so. Schade, Digga, das tut mir leid. Wirklich, rest in peace, Bro. Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Kraft, viel Liebe. Ja, Mann. So dass viele ihre Chance auf Gerechtigkeit oder auf das große Geld gerochen haben. Am 23. November, nur einen Tag vor Ablauf des Gesetzes, reichten zwei Frauen namens Lisa Gardner und Joy Dickerson-Neal Klage gegen Diddy ein, die davon berichteten, dass Diddy schon seit über 30 Jahren seine Macht in der Musikindustrie ausgenutzt haben soll. Einer schreibt, egal was passiert ist, das wünscht man niemandem. Natürlich nicht. Bruder, meinem schlimmsten Feind nicht. Egal, kannst du mich beleidigen? Können wir Schlägerei gehabt haben? Alles. Wenn deine Mutter stirbt, dann hast du mein Beileid, Bro. Gerade bei mir, ich bin so ein empathischer Mensch, Digga. Weißt du, wie ich meine? Und wenn eine Seele von dieser Erde geht, Digga, dann tut es mir immer weh, egal von wem. Ich bin Mensch. Laut den Aussagen von Lisa Gardner lernte sie Diddy gemeinsam mit einer Freundin im Jahre 1990 auf einer Labelparty kennen, wo sie von Diddy und seinem Freund, einem Sänger und Songwriter namens Aaron Hall, Drinks ausgegeben bekam und zusammen... Warum am Handy? Ich hab Flair geschrieben. ...feierten. Am Ende des Abends wurden sie von Diddy und Aaron zu einer Aftershow-Party bei Aaron zu Hause eingeladen, wo sie weiter tranken, bis sich die ganze Stimmung sehr schnell geändert haben soll. Nach einer geraumen Zeit soll Diddy sie dann zum Akt gezwungen haben und nachdem er fertig war, soll sich dann auch noch Aaron Hall an ihr vergangen haben. Ach du Scheiße. Danach sollen sich Diddy und Aaron noch an ihrer Freundin vergriffen haben. Doch damit nicht genug. Nur einen Tag nach der Tat soll Diddy zu Lisa nach Hause gefahren sein. Und da Lisa nichts mehr mit Diddy zu tun haben wollte, soll Diddy sehr wütend geworden sein und sie bis zur Ohnmacht gewürgt haben. Das sind halt alles Anklageschriften, ne? Das ist halt jetzt nicht so... Also, wir können jetzt hier nicht sitzen und das verifizieren, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Aber ja, ey, der Typ ist halt einfach crazy, ne? Das hat man bei vielen Sachen gesehen, so. Aber was habt ihr gesehen? Dieser Harvey Weinstein oder wie der heißt, der wurde einfach freigesprochen. Auch in New York. Hat auch, also diese, ich glaube, diese seine Anklage war auch zurückzuführen auf dieses Gesetz, was in New York verändert wurde. Und der Bruder wurde einfach freigesprochen, Bro. Obwohl es da auch Aufnahmen gibt und tausende Mädels, die nach vorne gekommen sind und so. Boah, Digga, ich bin gerade auch ein bisschen raus. Einer hat geschrieben, selbst Farid hat Beileid an Flair gepostet auf Insta. Die sind doch Homies, oder? Oder nicht? Ja, Mann, Alter, crazy auf jeden Fall, dass dieser Weinstein freigesprochen wurde, Digga. Das ist krass, Digga. Das musst du dir mal überlegen, Mann. Das ist so krass, Digga. Dass Leute, die wirklich offensichtlich eigentlich ans. Das ist eigentlich Facts. Oder, wegen Verfahrensfehler oder so. Weil irgendein Anwalt da irgendwas im Verfahren irgendwie falsch gesagt hat oder so, da wird eine ganze Klage fallen gelassen. Musst du dir mal überlegen. Laut ihren Aussagen soll Diddy sie danach weiter belästigt haben, weil er befürchtete, dass Lisa über die Tat sprechen würde, sodass sie aus Angst nur ihren engsten Freunden und ihrer Familie von der Tat erzählte. Aufgrund der Vorfälle soll Lisa jahrelang im... Der Angel sagt gerade, wäre ich so empathisch wie du, würde ich auf dieser Erde zugrunde gehen. Deswegen bist du es vielleicht nicht, Bro. Ich bin vielleicht nur so empathisch, weil ich das auch ertragen kann und weil ich so sein soll, Digga. Weißt du? Ich soll so sein. Als Ausgleich für die, die nicht so sind. Jeder ist ja anders, Digga. Ich glaube, Gott hat bestimmte Seelen auf der Erde, die so sind oder so sind, für den Ausgleich, Bro. Für Yin und Yang, weißt du?
So. Manchmal ist es schon crazy, weißt du? Wie lange mich auch. Es sind auch bei mir im Privatleben, in der Familie, vor ein, zwei Wochen Dinge passiert, die halt wirklich richtig crazy sind, wenn ich das so sagen darf. Und ja, sowas verfolgt mich halt lange, aber das soll auch so sein. Digga, ich habe halt ein riesen Herz, Bro. Ich fühle halt viel. Ich weine auch viel und so. Aber das ist auch richtig so. Ist okay. Handlung gewesen sein, um sich irgendwie von diesem Trauma zu erholen. Laut den Aussagen von Joy Dickerson Neal lernte sie Didi bei einem Videodreh kennen, wo sich Didi sofort an sie rangemacht haben soll. Doch Joy soll die ganzen Annäherungsversuche aufgrund der Gerüchte über Didis Frauenfeindlichkeit abgelehnt haben. Didi soll aber so hartnäckig gewesen sein, dass sie letztendlich am 3. Januar 1991 zu einem Abendessen einwilligte. Für das Abendessen fuhren sie gemeinsam in ein Restaurant in Harlem. Und als Joy nur kurz auf Toilette musste, soll Didi ihr etwas in den Drink getan haben, sodass Joy nicht einmal mehr selbst... Ist halt die Frage bei diesen ganzen Stories, ne? Also wie gesagt, ich versuche da so neutral wie möglich ranzugehen und zu sagen, ey, ja, entweder das ist halt wirklich alles so, es gibt halt keine handfesten Beweise, das sind halt alles Geschichten von Menschen, ne? Die meistens erst 10, 15, 20 Jahre später erzählt werden, wo man halt dann diesen Menschen vertrauen muss, wenn man möchte. Das Ding ist halt, wenn sich mehrere Sachen häufen und dann auch irgendwelche Beweise an den Start kommen, dann ist das schon eindeutiger auf jeden Fall. Nicht laufen konnte. Laut ihrer Aussage seien sie danach in ein Tonstudio gefahren, wo sie es nicht einmal mehr aus dem Auto geschafft hat, weswegen Didi sie dann nach Hause fuhr, wo er sich dann an ihr vergangen haben soll. Dabei soll sie Verletzungen im Beckenbereich erlitten haben und die ganze Tat soll von Didi gefilmt worden sein. Das soll Joy einige Tage nach der Tat von einem Freund erfahren haben, der das Video von Didi persönlich vorgespielt bekommen hat. Aufgrund dessen war Joy sehr beschämt und sei nicht ins Krankenhaus oder zur Polizei gegangen. Laut ihrer Aussage hatte sie nach der Tat jahrelang Probleme mit ihrer Psyche und musste sogar das College-Studium abbrechen. Mit dieser Aussage gab es schon drei Frauen, die Didi mit sehr schweren Vorwürfen belasten. Und damit wurde dann das öffentliche Interesse immer größer, sodass immer mehr Anklagen gegen Didi an die Öffentlichkeit sickerten. Nach den Anklagen von Cassie, Lisa, schon krass, Digga, und Joy wurde dann die Anklage von einer Frau veröffentlicht, die zum damaligen Zeitpunkt gerade mal 17 Jahre alt war. In der Akte bekam das Opfer den Spitznamen Jane Doe, um ihre Privatsphäre zu schützen. Laut den Aussagen von Jane Doe lernte sie im Alter von gerade mal 17 Jahren einen Freund von Didi in einem Club in der Nähe von Detroit kennen, mit dem sie dann in Didis Privatjet nach New York flog, um Didi kennenzulernen. In New York sollen sie dann in Didis Homestudio gegangen sein, wo Didi gerade eine Sängerin aufnahm, die kurze Zeit später das Studio verließ, sodass nur noch sie, Didi und sein Freund anwesend waren. Laut Janes Aussage gaben sie ihr dann Alkohol und Drogen, bis sie irgendwann nicht mehr zurechnungsfähig war und Didi und sein Freund sich an ihr vergreifen konnten. Und als Krönung konnte die Frau mit dem Spitznamen Jane Doe ihre ganzen Vorwürfe mit Fotos beweisen, die angeblich an der besagten Nacht gemacht wurden. Aber nicht nur Frauen sollen von Didi belästigt worden sein. Auch ein Produzent namens Rodney Jones alias Lil Rod reichte eine Anklage ein, die es in sich hat. Jetzt wird's eklig, Digi. Allen Anklagen ist die über 70-seitige Anklage von Lil Rod die verrückteste und gleichzeitig die belastendste Anklage. Denn er belastet nicht nur Didi, sondern fast jeden in seinem Umfeld und machte auch keinen Halt vor Hollywood-Größen oder Didis Familie. Rodney Rodman, Alter. Rodney hat richtig Gas gegeben, ne? Also der Lawsuit von Rodney Jones ist schon echt, Alter. Ach, der ist auch ein 90er-Kind, oder was? Oder was ist 1990? Laut den Aussagen von Lil Rod begann er ab dem Jahre 2022 gemeinsam mit Didi an Musik zu arbeiten und musste 1,5 Jahre ertragen, wie Didi ihm gegenüber übergriffig wurde. Er lebte monatelang gemeinsam mit Didi und soll sogar 9 Songs für sein letztes Album produziert haben. Während dieser Zeit soll Didi ihn regelmäßig unsittlich angefasst haben und Lil Rod gezwungen haben, ihn bei Massagen oder beim Duschen zuzuschauen. Nein, Digga, echt, Alter? Wie ekelhaft. Bruder, stell dir mal vor, du willst Mucke machen, Digga, und gehst zu einem der krassesten Rapper so aus der Szene und dann pennst du bei dem oder übernachtest bei dem und bist mit dem einfach und machst Mucke, Digga, und der sagt, guck mir zu, beim, wie ich massiert werde oder wie ich dusche. Bro, ich sag halt bei diesen ganzen Sachen, ne, sag ich dir ehrlich, bei diesen ganzen Sachen ist halt auch immer noch zu sagen, Bro, du musst das nicht machen, weißt du? Du musst das nicht machen, Digi. Das ist jetzt, keiner zwingt dich dazu oder so. Weißt du? Das ist meiner Meinung nach auch dieser Punkt so, wo du deine Seele verkaufst, wenn du das mitmachst. Digga, ich würde sowas niemals machen. Nicht mal für 10, 800, was weiß ich, wie viele Milliarden Euro, Digga. Verstehst du, wie ich meine, Digga? Da kommt es wieder auf Werte an, auf Moral, Digga, auf Ethik, auf
Was ist dir wichtiger? Geld machen, Karriere oder dein Gesicht zu bewahren? Dein Bruder, dir selbst noch in den Spiegel gucken zu können und solche Sachen. Rod sagte außerdem aus, dass Diddy ihn zum Verkehr überreden wollte. Und da Little Rod öfters ablehnte, zeigte Diddy ihm ein Video von einem Produzenten nach. Little Rod öfters ablehnte. Bruder, wenn mich irgendeiner das erste Mal zum Verkehr einlädt, kriegt der erstmal einen Schwinger, Digga. Und wenn der das nochmal macht, Digga, dann bin ich raus. Nee, eigentlich schon beim ersten Mal. Was geht? Stevie J, der Songs wie More Money, More Problems für Biggie produziert hatte, in dem zu sehen war, wie Stevie J. Das finde ich auch ganz ehrlich, in dieser ganzen, das soll jetzt nicht rüberkommen, als ob ich den Typ hier verteidigen möchte, aber in dieser ganzen Diskussion über Diddy wird darüber gar nicht geredet, dass die Leute auch mitgemacht haben und Zeichen gesehen haben und trotzdem weiter mit dem gearbeitet haben und so, weißt du, wie ich meine? Da konzentriert sich keiner drauf, weil alle denken, ja, für Geld, Fame hätte ich auch mitgearbeitet. Nee, Digga, wenn du Wert hast, eine Moral hast, dann machst du das nicht, Digga, fertig aus. Einen anderen Mann schlief. Da Little Rod ein großer Fan von Stevie war, er... Jo, weißt du, wie viel Einfluss die haben? Die bringen dich um, ohne dass es jemand merkt. Bruder, es gibt genug Leute, die nicht mit Diddy gearbeitet haben, genau aus diesen Gründen. Das ist dir schon bewusst, ne? Du triffst auf so einen Bruder, arbeitest mit dem und merkst bei der ersten Zusammenarbeit, dass er versucht, dich anzufassen oder dich irgendwie in dieses zu sexualisieren mäßig so. Und dann hast du doch die Entscheidung, ob du weiter mit dem arbeitest oder nicht, Digga. Ich sag dir ehrlich, wenn das mir passieren würde, würde ich durchziehen. Und wenn er mich umbringt, bringt er mich halt um so. Was würdest du eher machen? Würdest du lieber Diddys Schwanz im Mund nehmen oder Angst davor haben, dass er dich umbringt? Beispiel jetzt, Hardcore-Beispiel, aber was würdest du eher machen? Ich sage, wir haben alle eine Wahl, Digga. Gott hat uns den freien Willen gegeben und wir dürfen entscheiden. So, was machst du nicht? Der Songs wie More Money, More Problems für Biggie produziert hatte, in dem zu sehen war, wie Stevie J mit einem anderen Mann schlief. Guck mal, Digga, auch dieser Punkt so, dass jemand dir ein Video zeigt und sagt, ey, guck mal hier, dein Vorbild hat auch mit einem Typen, hat sich einen Arsch ficken lassen, Digga. Mach doch mit und so, Digga, ist easy, der hat das auch gemacht. So, du merkst auch, der versucht dich zu überzeugen. In dem Moment kannst du, Bruder, du hast die Wahl. Little Rod, ein großer Fan von Stevie war, erhoffte Diddy sich dadurch, Little Rod überreden zu können. Doch der lehnte immer wieder ab, sodass Diddy ihn... Ja, und schau dir an, wie viele verschwunden sind, die sich gewehrt haben. Ich sag nur, du weißt nicht mal die Hälfte von dem, was da passiert ist. Also dieser Lawsuit von Little Rod, der ist schon sehr... ausführlich. Ich weiß nicht, wie viele Seiten es genau sind, aber ich habe mir ein Video von Candace Owens dazu reingezogen. Da steht schon alles drin, mehr oder weniger, ne, was passiert ist so. Und ja, ich sag halt, man kann sich vor sowas beschützen, indem man schon im Kleinen nicht sich auf... du kannst als Mensch schon im Kleinen für dich entscheiden, ob du deine Werte, deine Ethik und deine Moral beibehältst, egal was dir angeboten wird. Das kannst du schon im Kleinen machen, weißt du, bei kleinen Dingen so. Zum Beispiel, würde ich meine Werte, meine Ethik, meine Moral beiseite legen, wenn ich hier in der Öffentlichkeit bin, im Internet, damit ich mehr Klicks und mehr Fame bekomme? Das kannst du selber entscheiden. Da fängt es nämlich an. Und umso mehr du machst, die sich gegen deine, umso mehr Dinge du tust, die gegen deine Werte und gegen deine Moral sprechen, umso offener bist du für die Scheiße und umso mehr bist du dann im Zwiespalt oder weißt nicht genau, wie du dich entscheiden sollst, wenn du in solche Situationen reinkommst. So, weißt du? Ich sag nicht, dass es einfach ist, aber ich sag, dass wir alle die Möglichkeit haben, unsere Werte, unsere Moral, unsere Ethik an erste Stelle zu stellen und das nicht, keine Kompromisse zu machen dabei. So. Wir können das. Und wenn das heißt, dass du dann vielleicht gefährlicher lebst, als wenn du das nicht machen würdest, dann ist es halt so. Dann entscheidest du dich halt, was dir wichtiger ist. Weißt du? So. Dinge wie Anteile an seinen Geschäften oder eine $250,000 für Studio-Equipment angeboten haben soll, damit Rod nicht an die Öffentlichkeit geht. Als Beweis wurden von Little Rod Screenshots eingereicht, in denen das besagte Video von Stevie J zu sehen war. Die Bilder werde ich aber hier nicht zeigen, denn ich versuche selber, sie gerade aus meinem Kopf zu bekommen. Doch das war erst der Anfang. Wisst ihr noch, wie wir uns im ersten Teil die Gerüchte über Usher und Diddy angeschaut haben? Genau diese Gerüchte bestätigte Little Rod in seiner Anklage. Das ist ja genau das, was diese Wichser sich zunutze machen. Dieses, dass diese Jungs innen hier auch zum Beispiel Usher oder andere Leute, bei Usher und bei diesen jungen Leuten, Digga, ist es ja noch extremer, weil die haben das vielleicht gar nicht richtig bewusst auf dem Schirm, so was für Entscheidungen die da gerade treffen oder auf wen die sich da gerade einlassen. Aber das ist ja das, was die ausnutzen. Junge Menschen, die alles dafür tun würden, um Fame zu bekommen und dann wird das halt ausgenutzt, Bro. Und dann werden Videos gezeigt, hier, guck mal, die anderen haben das auch schon gemacht und so werden die um den Finger gewickelt, Bruder. Ich sag nicht, dass das korrekt ist, sowas zu tun, weißt du? Aber deswegen bin ich ja auch einer, der das so wichtig sieht, dass man eine gewisse Ethik, eine gewisse Moral und einen gewissen Glauben an was Gutes hat und dass man
da auch gefestigt ist und dabei bleibt, egal was angeboten wird oder nicht, weißt du, wie ich meine? Und dann auch bereit dazu ist, Geld, Fame oder andere Sachen zu opfern für seine Werte, so, weißt du? Das ist wichtig, Digga. Also ich werde es meinen Kids und allen Leuten, die mich nach Rat fragen, immer so sagen. Laut seinen Aussagen habe Diddy ihm erzählt, dass er ein Verhältnis mit zwei berühmten Männern hatte. Ein R&B-Sänger, der beim Super Bowl aufgetreten ist, und ein Rapper aus Philadelphia, der Nicki Minaj gedatet hat. Das ist halt krass. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass Usher und Meek Mill gemeint sind. Laut Lil Rod soll er sogar gesehen haben, wie Usher, Meek und Diddy mit Minderjährigen auf einer Yacht gefeiert haben. Außerdem aus, dass Diddy auch versucht habe, sich an ihn ranzumachen und ihn mit anderen Männern zu verkuppeln. Wie beispielsweise der Schauspieler Cuba Gooding Jr., den sich... Oh, krass, Digga. Der ist krasser Schauspieler, Digga, ich fühl den. ...euch irgendwo mal in einem Film gesehen hat. Laut Lil Rod soll Cuba Gooding Jr. ihn unsittlich angefasst haben und erst aufgehört haben, als Lil Rod ihn aggressiv von sich weggestoßen hat. Auch diese Aussagen wurden mit Fotos belegt, die zeigen sollen, wie sich der Schauspieler an Rod rangemacht hat. Gooding Jr. soll auch dafür bekannt sein, öfters mal übergriffig zu werden, weswegen er im letzten Jahr von 3 Frauen angeklagt wurde. Rod behauptet außerdem, dass Diddy ihm im Februar 2003... Die haben alle Machtprobleme, Digga, Gottkomplex auch. ...sich unter Drogen gesetzt habe, indem er Drogen in die Getränke kippte, sodass Rod nackt neben 2 Prostituierten und Diddy aufwachte, ohne sich an den Vorabend zu erinnern. Er nannte sogar die Namen von einigen Drogendealern, wie beispielsweise Brandon Paul, der aufgrund der Anklage am 25. März in Miami verhaftet wurde, als er gerade in Diddys Privatjet einsteigen wollte. Bei der Festnahme wurden Drogen in seiner Tasche gefunden, doch er wurde nach einer Kautionszahlung wieder entlassen. Seit ein paar Tagen muss er sich vor Gericht verantworten. Und ich denke, das zeigt, dass die Polizei die ganzen Aussagen von Lil Rod sehr ernst nimmt. Laut seinen Aussagen soll Diddy... Ja, so ein Dealer wird dann sofort verhaftet, Digga, aber so ein Diddy wird nicht gefunden. ...mehrere Frauen monatlich dafür bezahlen, damit sie sich für ihn prostituieren, wie beispielsweise die Rapperin Young Miami. Doch neben den Drogen, Partys und Frauen erzählte Lil Rod noch über Gewaltexzesse, in denen Diddy verwickelt war. Im ersten Teil habe ich euch ja erzählt, dass P. Diddy derjenige sein könnte, der im Jahre 1999 in einem Club eine Frau ins Gesicht geschossen hat. Die Waffe wurde nie gefunden und der Rapper Shine musste für den Vorfall jahrelang hinter Gittern. Doch laut den Aussagen von Lil Rod soll Diddy ihm erzählt haben, dass er derjenige war, der im Club geschossen hatte und dass J-Lo die Waffe damals mit in den Club gebracht hatte, die sie dann Diddy übergab und wieder verschwinden ließ. Das unterlegt wiederum die Aussage von der Frau, die an dem besagten Abend ins Gesicht geschossen wurde, die bis heute behauptet, dass P. Diddy der Täter war. Ein paar der Gewaltausbrüche soll Rod auch live miterlebt haben. Laut seiner Aussage war er gemeinsam mit Diddy im September 2022 in einem Tonstudio in Los Angeles, als ein Streit zwischen Diddy, seinem Sohn Justin und einem Freund von Justin namens G ausbrach. Der Streit verlagerte sich auf die Toilette, wo Rod dann auf einmal einen Schuss hörte und danach G blutend auf dem Boden liegen sah. Er half G hoch und setzte ihn auf die Toilette, während andere Zeugen einen Krankenwagen riefen. Als sie den Verletzten dann zum Krankenwagen bringen wollten, machte P. Diddy strikte Ansagen und sagte, dass sie seinen Namen bei der Polizei nicht erwähnen dürfen und sie behaupten sollen, dass G von einem vorbeifahrenden Auto angeschossen wurde. Und genau das machten alle, sodass Diddy niemals angeklagt wurde. Auch diese Aussagen wurden mit Bildern unterlegt, auf denen das Blut von G in der Toilette des Studios zu sehen war. Laut Rods Aussagen soll entweder Diddy oder sein Sohn der gewesen sein. Und als Beweis hat Rod sogar ein Kleidungsstück von dem Opfer aufbewahrt, mit seiner DNA drauf. Solche Beweise hat Lil Rod für seine eigene Sicherheit aufgehoben, da Diddy ihn mehrmals bedroht haben soll. Er soll Dinge gesagt haben wie, dass er bereit wäre, seine eigene Mutter umzubringen, sodass es eine Leichtigkeit für ihn wäre, Lil Rod zu verletzen. Diddy soll ihn auch öfters Waffen gezeigt und damit geprahlt haben, dass sein Sicherheitsmann Fahim Mohammed problemlos Menschen verschwinden lassen kann. Dadurch fühlte sich Lil Rod eingeschüchtert und suchte weiterhin nach Beweisen, die P. Diddy zu Fall bringen könnten. Damit kommen wir zum Teil der Anklage, der dafür gesorgt hat, dass Diddy mittlerweile mit dem verstorbenen Jeffrey Epstein verglichen wird. Denn neben Prince Harry, der als Stammgast bei Diddys Partys genannt wurde, soll Diddy außerdem eine Frau namens Christina Corum engagiert haben, die dafür gesorgt hatte, dass Diddy immer mit Frauen und Drogen beliefert wurde. Ähnlich wie Ghislaine Maxwell für Jeffrey Epstein. Da sind die Parallelen. Ich küsse euer Herz. Christina soll der Kopf von Diddys Truppe sein, die alles sehr sorgfältig plante und dafür sorgte, dass P. Diddys Geheimnis... Dafür wurden wiederum die Gäste, die P. Diddys Partys in seiner Villa besuchten, 24 Stunden lang beobachtet. Denn Diddy soll angeblich in jeden Raum seiner Villa eine Kamera versteckt haben, wodurch er angeblich viele geheime Aufnahmen von Stars und Athleten hat, die er zu seinem Vorteil nutzte. Und ähnlich wie bei Epstein sollen leider auch bei P. Diddy junge Frauen involviert sein. Laut Rods Aussagen schmiss Diddy im Juli 2023 eine Listening Party in Kalifornien, zu dem Diddy sehr viele Frauen einlud. Von den besagten Frauen sollen mindestens 5 Mädchen unter 16 Jahre alt gewesen sein. Dennoch soll Diddy Alkohol und Drogen verteilt und nicht die Ausweise geprüft haben. Da Lil Rod sich unwohl fühlte und gehen wollte, soll Diddy ihn seinen Autoschlüssel weggenommen und ihn zum Trinken gezwungen haben, bis Lil Rod ohnmächtig wurde und wieder mit einer fremden Frau im Bett aufwachte. Von dem besagten Abend wurden ebenfalls Screenshots und Videos als Beweis eingereicht, in denen zu sehen ist, wie Diddy angeblich mit einer Minderjährigen tanzt. Sogar Diddys Söhne wurden angeklagt, Christian und Justin Combs.
Christian alias King Combs wurde neben Little Rod noch von einer Frau namens Grace Omar Kay verklagt, die behauptet, dass Christian sie im Jahre 2022 auf einer Yacht unter Drogen gestellt und sich dann an ihr vergriffen habe. Digga, schön in die Fußstapfen reingesteppt, oder was sagst du? Und Justin Combs ist in der Akte mit einer angeblichen Prostituierten zu sehen, die laut Little Rods Aussage von Justin bestellt wurde, was in Amerika eine Straftat ist. Ja, komm, Digga, lass sie doch mal, Alter. Haut's da, Mann. Da Little Rod etliche Schäden... Das ist jetzt eine Sache, das finde ich jetzt nicht so, weißt wie ich meine, ist zwar nicht geil, wir supporten das nicht, Digga, Prostitution, dies, das, bla, aber ey, komm. Also wir als Deutsche, oder? Freunde, da kann man auch mal sagen, Digga, bei dem ganzen ekligen Scheiß, die der Diddy durchgezogen hat, so... Hat da einmal eine Prostituierte gehabt, mäßig. Diddy erlitten haben soll, forderte er 30 Millionen Dollar Schadensersatz von Diddy und seinem Umfeld. Denn neben Diddy, seinen Söhnen und seinen Mitarbeitern wurden auch Labels wie Motown, Universal oder Love Records von Lil Rod verklagt, weil er fest davon überzeugt ist, dass sie Diddy jahrelang bei seinen illegalen Machenschaften geholfen haben, damit sie am Ende selbst profitieren. Damit beschuldigte er Diddy und sein Umfeld, eine kriminelle Organisation zu sein, weswegen die ganze Anklage ein Fall für die Feds wurde. Im März 2024 durchsuchten dann die Feds Diddys gesamtes Anwesen nach Beweisen wie beispielsweise Videotapes, Laptops oder anderen Gegenständen, die die Aussagen der Kläger bekräftigen könnten. Während der die Aussagen der Kläger bekräftigen könnten, habt ihr gehört? Wortspiele denn, man, die Aussagen. Outs, na man, die Aussagen? Berichteten bereits die ersten Newsportale darüber, dass Diddy mit seinem Privatjet ins Ausland geflogen sei. Und danach stand für sehr viele fest, Diddy ist schuldig. Dabei ist Diddy nie geflohen. Denn kurz nach der News wurde sein Jet auf einer karibischen Insel namens Antigua gesichtet. Und Antigua hat ein Auslieferungsgesetz mit den USA. Das bedeutet, sollte ein Verbrecher aus der USA flüchten, um auf Antigua Unterschlupf zu finden, wird er sofort festgenommen und in die USA ausgeliefert. Also, wenn Diddy hätte flüchten wollen, gäbe es unglaublich viele Länder, in denen er als Multimillionär sicher gewesen wäre. Fakt ist aber, dass es bis jetzt kein Haftbefehl gegen Diddy gibt. Leider findet man sehr viele Fake News im Internet, wie beispielsweise Audioaufnahmen von Meek und Diddy, weil wirklich jeder durch Diddy ein paar Klicks abgreifen möchte. Natürlich weisen Diddy und sein Umfeld alle Vorwürfe von sich, sodass sie weiterhin warten müssen, bis ein Urteil gesprochen wird. Ich find's halt krass, dass der Drogendealer wird sofort verhaftet mäßig, der den Jungs in den Drogen gebracht hat, aber Diddy nicht, Digga. I don't know. Komisch irgendwie. Doch nun haben wir uns alle Vorwürfe gegen Diddy angeschaut und wirklich jeden Winkel seines Lebens durchleuchtet. Dabei habe ich so gut wie möglich versucht, neutral zu bleiben, sodass ihr euch nun ein Bild über alle Vorwürfe machen könnt, die jemals gegen Diddy erhoben wurden. Deswegen bin ich auf eure Meinung in der Kommentarspalte gespannt. Was glaubt ihr? Sind die ganzen Anklagen nur erhoben worden, um schnell an das große Geld zu kommen? Oder ist P. Diddy wirklich ein Monster, dessen Geheimnisse langsam ans Licht kommen? Sobald die Gerichtsverhandlungen zu Ende sind, versuche ich natürlich ein paar drei von Diddys Geheimnissen zu machen. Hau rein, Digga, bin ich dabei. Doch bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Ich küsse dein Herz, Bruder. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Liebe geht raus an dich, Cousin. Schreibt mal eure Gedanken dazu auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. So, dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Gang. Ich liebe euch. Peace out. Na, dass du manchmal so hingestellt hast, als hätten sie eine freie Wahl gehabt, was ich nur in den seltensten Fällen glaube. Glaubst du nicht daran, dass der Mensch eine Wahl hat quasi? Oder einen freien Willen hat so? Ich glaube halt schon daran, weißt du? Oft. Vor allen Dingen, wenn es halt langfristiger ist. So, bei dem Thema, wenn du jetzt vergewaltigt wirst, dann hast du keine freie Wahl, Digga. Weißt du? Da bist du zur falschen Zeit wahrscheinlich am falschen Ort gewesen und dann ist dir was passiert. Da triffst du keine Wahl. Aber wenn du mit jemandem eine Beziehung eingehst oder dich öfter triffst und dann Abhängigkeitsverhältnis stattfindet oder eine emotionale Verbindung und so, dann hast du definitiv da partizipiert. Das kann nicht nur einer machen. Es kann nicht ein Mensch dich dazu zwingen, mit einem anderen Menschen zusammen zu sein, langfristig so. Ja, Digga, manchmal ist es halt schwer, denjenigen zu verlassen oder gar nicht sich drauf einzulassen, weil man Angst hat, aber man hat trotzdem die Wahl. Und ich finde es kritisch, dass man das abspricht und dass man sagt, ja, keine Wahl. Auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass Menschen mit Einfluss oft was gegen deine freie Wahl machen. Ja, ja, also es kann natürlich passieren, dass du auch bedroht wirst, ne? Dass jemand zum Beispiel zu dir sagt, ey, wenn du so und so machst, dann bringe ich dich um. Beispiel jetzt. So. Klar. Hundertprozentig. Im Endeffekt, aber was du ja nicht verleugnen kannst, ist, dass jemand auf jeden Fall trotzdem die Wahl hat und es riskieren kann. Es ist zwar dann schwieriger und angsteinflößend und man kann es auch nachvollziehen. Ist ja nicht so, dass ich keine Empathie habe für diese Menschen, wenn sowas passiert, weißt du? Trotzdem haben wir eine Wahl und das sollten wir uns allen bewusst machen, dass wir trotzdem entscheiden können. Und Angst... Ja, keine Ahnung, ich glaube, wenn du ein guter, also weiß ich nicht, ich fühle mich protected von Gott, Digga. Ich habe das Gefühl, ich habe Engel und ich habe keine Angst.
Und ich habe das Gefühl, wenn ich gehen soll, gehe ich, wenn nicht, dann nicht. Würdest du ein Interview jetzt mit Diddy machen, wenn du die Möglichkeit hättest? Jetzt, ob ich jetzt ein Interview mit Diddy machen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte? Das einzige, also die einzige Befürchtung, also ja, ich würde es machen. Ich würde es machen, aber die einzige Befürchtung, die ich hätte, wo ich mir wirklich eine Platte schieben würde, ist, ob ich es schaffe, in Englisch wirklich so auf diese wichtigen und brisanten Themen einzugehen und auch wirklich da Pushback, wenn er da versucht, irgendwie zu relativieren und so. Da muss ich, muss ich mich schon hart drauf vorbereiten, glaube ich. Auf Englisch so heftige Debatten, auf Deutsch ja, aber auf Englisch kann ich auch, würde ich mir schon zutrauen, aber müsste man sich schon hardcore drauf vorbereiten, weil das ist dann wichtig, weißt du? So.